zu einer neuen Folge unseres Podcasts Freiräume gestalten, der Bildungspodcast. Hier gehen wir auf die Suche nach Freiräumen in Bildung, in Schule, in außerschulischen Institutionen. Und wir, das sind Steve Kenner und Helene Pachale von der Leibniz-Universität Hannover. Und wir laden uns in unseren Podcast Gästinnen und Gäste ein, mit denen wir uns genau auf diese benannte Suche begeben wollen. Heute ist das Thema Theater und eigentlich auch noch vieles mehr. Zu Gast haben wir Sarah und Sophie. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo, schön, dass ihr da seid. Helene, ich habe dir das noch gar nicht gesagt, aber wahrscheinlich wird die Folge, wenn die ausgestrahlt sind, sind wir gar nicht mehr beide von der Uni Hannover, weil ich eine Einladung bekommen habe an die FU Berlin und dort wahrscheinlich dann ab dem 1. April eine Gastprofessur habe. Das heißt, dann müssen wir in Zukunft wahrscheinlich sagen, von der Uni Hannover und der FU Berlin. Aber darüber erzählen wir dann mehr, wenn es soweit ist. Wir haben heute zu Besuch Sarah und Sophie und wir wollen heute sprechen über das Thema Theater. Theater als Freiraum. Es geht in unserem Podcast ja darum, Freiräume im Bildungssystem zu suchen, in der Schule, aber auch darüber hinaus. Wo können wir Schule vielleicht neu und anders gestalten oder wo schafft vielleicht die Schule auch Räume, Freiräume, die wir vielleicht gar nicht so richtig bewusst wahrgenommen haben bisher und die wir als Lehrkräfte, als Bildnerinnen und Bildner uns aneignen können, aber auch die Schülerinnen und Schüler. Und Sarah und Sophie haben wir eingeladen, weil beide in dem Feld Expertise haben. Beide sind Lehrerinnen. Sarah für Französisch und LER heißt das in Brandenburg. In anderen Bundesländern heißt es, glaube ich, nur Ethik. Genau. Und in Brandenburg ist es LER. Magst du einmal ganz kurz sagen, wofür LER steht, Sarah? Ja, LER steht für Lebensgestaltung, Ethik und Religionskunde. Okay. Da, das ist aber gar nicht Theater oder auch nicht denn das Fach Theater. Und dein zweites Fach ist Französisch. Was du aber dann mit Theater zu tun hast, darüber sprechen wir gleich. Mhm. Und wir haben Sophie zu Gast. Sophie hat Geschichte als ein Fach und auch LER. Du unterrichtest aber in Berlin. Heißt das Fach da auch LER? Nee, genau. Also ich habe LER studiert in Brandenburg und unterrichte jetzt in Berlin Ethik, Philosophie ist das Fach, also Ethik für die Sek 1 und Philosophie für die Sekundarstufe 2. Okay, cool. Und da höre ich jetzt auch noch nicht Theater raus, aber du, das wissen wir, studierst quasi das Fach noch nach oder machst quasi die Fakultas noch nach. Wie heißt denn das Fach Theater in Berlin oder in Brandenburg? Also ich mache jetzt sozusagen die Weiterbildung zu Theater in Sekundarstufe 1 und darstellendes Spiel in Sekundarstufe 2. Okay, das heißt, du wirst dann auch so richtig die Fakultas haben für oder die Möglichkeit, das Unterrichtsfach auch zu unterrichten. Und Sarah, wie ist dein Bezug zu Theater in der Schule? In der Schule? Ich leite biete seit 3,5 Jahren die Theater AG bei uns an der Schule an. Genau, die Stelle wurde ausgeschrieben vor 3,5 Jahren. Ich habe mich nicht beworben, weil mir das irgendwie gar nicht bewusst war, dass man sich darauf bewerben kann. Ich habe davon nicht so viel mitbekommen. Eigentlich haben sich 2 andere Kolleginnen darauf beworben. Die wurden dann aber darum gebeten, eine andere AG zu leiten. Und dann sprach mich die Schulleiterin an, weil sie wusste, dass ich schon in meiner Freizeit viel Theater gespielt habe früher. Ja, und bat mich dann, die Theater AG zu übernehmen. Und ich habe das dann als Chance empfunden, auch mal irgendwie einen Ausgleich zu haben zu Französisch und LER zum Unterricht. Und ja, habe das angenommen und bin auch sehr froh darüber. Wie kam denn die Schulleitung darauf, dich zu fragen? Also hast du einen Bezug zu Theater oder wie kam es dazu? Es hatte sich scheinbar rumgesprochen, dass ich früher im Friedrichstadtpalast Theater gespielt habe. Genau. Und und dann hat sie gedacht, die Frau Lindenborn, die hat Erfahrung, die können wir fragen und genau. Jetzt ist das so, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Manchmal ist das ja auch so, dass wir Gäste einladen, die wir auch deswegen einladen, weil wir sie kennen und toll finden. So ist das bei euch beiden auch. Und Sarah, dich kenne ich tatsächlich schon ganz, ganz lange. Und ich weiß, dass du nicht nur im Friedrichstadtpalast, ein ganz berühmtes Haus in Berlin, für diejenigen, die uns zuhören und nicht aus Berlin kommen, aber nicht nur dort gespielt hast, sondern du hast es ja auch als Schülerin schon erlebt. Magst du uns vielleicht mal ein bisschen davon erzählen, wie das für dich in deiner Schulzeit war? Wie bist du da mit Theater in Kontakt gekommen? Welche Rolle Theater für dich als Schülerin spielt?
Genau, also ich habe 8 Jahre im Friedrichstadt Ballasttheater gespielt und dann irgendwann in der 9. Klasse habe ich erfahren oder vor der 9. Klasse, dass es das Fach auch als Wahlpflichtfach angeboten wird. Und genau, und habe dann mich dort sofort eingetragen und durfte da zum Glück auch dann 2 Jahre an der Schule mit einer ganz tollen Theaterlehrerin Theater spielen und bin selbst über mich hinausgewachsen. Also ich habe selbst gemerkt, dass ich dadurch viel selbstsicherer wurde, Selbstvertrauen ja, dazu gewonnen habe. Und genau, deshalb freue ich mich, das jetzt selbst auch Schülern zeigen zu können und beibringen zu können. Warum hast du dich dann eigentlich nicht dafür entschieden, das auch zu studieren? Also Sophie holt das jetzt ja nach und wir werden gleich mal fragen, was das eigentlich bedeutet. Was machst du da eigentlich in dieser Zusatzqualifikation? Aber warum hast du es dann eigentlich nicht, warum hast du es nicht studiert, Sarah, wenn du das immer schon so mit Leidenschaft auch verfolgt hast? Ich habe mich damals informiert und man hätte es an der Humboldt-Uni oder an der Universität der Künste studieren können, aber mit Deutsch als Orientierungsfach in Kombination, so war das irgendwie gedacht und ich wollte mich so gern Deutsch studieren. Ich wollte wirklich unbedingt Französisch studieren und deshalb habe ich gesagt, ich studiere erstmal Französisch und LDR. Genau, und wollte das dann aber immer später nachholen. Also es ist immer noch ein Wunsch von mir. Jetzt macht Sophie das erstmal, ich profitiere ein bisschen davon. Ich wollte gerade sagen, denn dann sind ja jetzt gerade eigentlich die Rollen vertauscht, wenn du immer noch diese Zusatzqualifizierung machen wolltest. Ja, Sophie, wie ist denn das bei dir gerade? Wie lange dauert so eine Zusatzqualifizierung? Was machst du da? Also ich habe quasi, das gibt es sozusagen in Brandenburg ja auch nicht als Zusatzausbildung. Also da ist Berlin ja sozusagen, also man könnte jetzt sagen, Berlin ist da weiter und macht schneller Nebenausbildung aber das ist ja das große Leid von Berlin so ein bisschen, dass es zwar viele Ausbildungen anbietet und danach wandern die Leute ab nach Brandenburg. Und das ist die Zusatzausbildung, also diese Weiterbildung ersetzt dieses, also man könnte ja auch sozusagen Theaterwissenschaften studieren und macht dann genauso das Referendariat, das ginge auch. Und ich spare mir jetzt quasi 5 Jahre Studium inklusive Referendariat und mache das innerhalb von 2 Jahren, die Weiterbildung. Genau, also einmal wöchentlich 3 Stunden, wo sozusagen also verschiedene Module abgearbeitet werden, dann immer nochmal Blog-Seminare ab und zu, also Freitag, Samstag einmal im Monat im Schnitt nochmal. Genau, und habe dann nach 2 Jahren sowas wie eine Prüfung und dann hätte ich sozusagen die Lehrbefähigung für Theater und Darstellungsspiel. Wir sind ja hier immer auf der Suche nach Freiräumen und gerade klingt das nicht unbedingt nach freizeitlich mehr Raum, wenn man Freitag und Samstag Seminare besuchen muss. Warum machst du das trotzdem? Naja, es ist ja trotzdem, also und das ist sozusagen auch nochmal so ein bisschen anders, das Weiterbildungssystem in Berlin. Also ich habe sozusagen, also kriege dafür 2 Stunden, also die Weiterbildung, das waren mal 4 Stunden Ermäßigung, aber müssen alle sparen und darum sind es jetzt nur noch 2 Stunden. Also ich kriege sozusagen von meinem eigentlichen Stundendeputat tatsächlich eine Ermäßigung, 2 Stunden und das ist eigentlich ein ganz netter Ausgleich auch, also dass man einmal die Woche dienstags mit großen runden Bewegungen durch den Raum laufen darf. So, dafür zahlen andere ja auch Geld. Genau, und kriegt das, also von daher ist es schon so ein Ausgleich. Also es steckt auch wieder mehr Zeit drin, aber wie gesagt, der Vorteil ist ja auch noch, dass es bezahlt wird, also bei der Uni Potsdam, also es gäbe ja auch die Möglichkeit in Brandenburg Weiterbildung zu machen, aber die werden ja meistens sozusagen, also muss ich privat bezahlen und auch noch private Zeit reinstecken und so habe ich sozusagen trotzdem den zeitlichen Ausgleich. Genau. Und was hat dich eigentlich, mich interessiert tatsächlich gleich auch noch, wie läuft es eigentlich ab? Was machst du da genau und was wird am Ende geprüft und so? Ich finde das schon spannend, aber vielleicht vorher erstmal nochmal, was hat dich denn dazu bewogen, das jetzt zu machen, diese Zusatzqualifikation? Bei Sarah weiß ich da schon, ihre Theateraffinität. Was hat dich dazu bewogen, die Zusatzqualifikation anzufangen? Also ich habe nicht so eine krasse, also ich kann nicht vom Friedrichstadtpalast berichten oder sowas, das habe ich nicht. Aber bei mir war Theater, also ich habe auch Theater in der Oberstufe gemacht an der Schule, weil ich quasi rausgeschmissen wurde aus dem Kunst- und Musikunterricht. Also da fehlt mir die. Also ich bin auch immer panisch, wenn irgendwelche Teile mit Musik kommen in der Theaterausbildung, aber bisher gab es das noch nicht. Genau, und habe da sozusagen in der schulischen Laufbahn Theater dann 11., 12., 13. Klasse gemacht. Und das hat einfach, also ist sozusagen wirklich nochmal ein anderes Unterrichtsfach und es hat wirklich Spaß gemacht. Und dann gab es vor 2 Jahren an unserer Schule, dass sozusagen die Kolleginnen gegangen sind, also in die Pension gegangen sind. Genau, und dann der Schulleiter gefragt hat, wer sich das zutrauen würde oder wer das gerne machen wollen würde.
genau, da habe ich mich auf jeden Fall gemeldet, weil es einfach sozusagen nochmal ein anderes, also nochmal ein anderes Feld, einfach ein ganz anderes Feld ist. Ich bin ja nur rein geisteswissenschaftlich unterwegs und das war einfach, genau, das hat er dankend angenommen. Und darum, ich habe quasi zeitgleich die Bewerbung für die Weiterbildung geschrieben, als ich gesehen habe, dass sie wieder ausgeschrieben ist. Und habe es danach erst meinem Schulleiter gesagt und der hatte dann auch, also er war sozusagen sehr, sehr glücklich, weil er gleichzeitig auch sozusagen fragen wollte. Genau, und seitdem mache ich den Wahlpflichtkurs Theater 9 und parallel sozusagen die Weiterbildung. Also wer zu verrückt für Musik und Kunst ist, der kann zu Theater gehen. Richtig. Und das heißt, du hast jetzt quasi den Theaterkurs an deiner Schule und machst parallel diese Ausbildung. Und was lernt man denn da, mit verrückten Menschen umzugehen? Oder was lernt man da? Man lernt, wie ich schon gesagt habe, große Runde Bewegung. Also die Module, die wir bearbeiten, ist tatsächlich, also wir haben sozusagen Theaterwissenschaften, also was ist, also neben dem, weiß nicht, epischen Theater und so, also reine Theorie tatsächlich gibt es, aber das sind eher die Blog-Seminare und das andere ist wirklich, Gott sei Dank, eine sehr praktisch ausgelegte Weiterbildung. Also wir haben das erste Modul schon fertig, also das erste halbe Jahr habe ich hinter mir. Da ging es um reine Körperarbeit, also darum war das sozusagen im Spaß gemeint, also um Körperbewegung und als Warm-up-Übung war halt sozusagen, dass wir mit großen, runden Bewegungen durch den Raum laufen mussten, kleine, runde Bewegungen, kleine, eckig. Also wie man sozusagen mit dem Körper arbeitet, das stand im Vordergrund des ersten Halbjahres und jetzt steht sozusagen die Raum- und Bühnennutzung im Vordergrund im zweiten Modul. Und im dritten, vierten Modul habe ich mich noch nicht so genau beschäftigt, was da kommt, aber schon auch noch was. Und genau, und die Prüfung ist dann sozusagen, dass ich mit einem Theaterkurs auch ein kleines Stück präsentiere oder sozusagen bestimmte Ausschnitte oder Szenenbilder oder sowas. Also da bin ich frei sozusagen, was ich präsentiere, aber es ist sozusagen die Abschlussprüfung ist wie im Referendariat, das kennen wir alle noch, mit einem Entwurf und genau, nach Reflexion danach, Präsentation, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ja auch schon, finde ich, nochmal spannend und in gewisser Weise auch herausfordernd, sich in diese Situation der Prüfung nochmal hineinzubegeben. Ne? Also einerseits, klar, bekommt man den Raum, nochmal ein neues Themenfeld sich zu erschließen und nicht nur ein neues Themenfeld, sondern auch ein neues Fach. Und andererseits aber weiß man auch, da steht am Ende eine Prüfung, wo man eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich dachte, naja, man ist damit durch. Ne? Man ist jetzt schon ein paar Jahre irgendwie in der Schule. Ist da das Gefühl bei dir auch, dass es genauso ist wie damals im Referendariat oder ist da weniger Druck dahinter bei dieser Prüfung? Ist weniger Druck, weil ich davon ausgehe, dass man da ziemlich gut bestehen kann. Also im Refer irgendwie mehr Druck, allein sozusagen die Angst vorm Durchfallen und dann nichts haben. Das wär, also im schlimmsten Fall hätte ich sozusagen die Qualifikation zum Theaterunterrichten nicht. Also wenn man doch durchfällt, aber davon würde ich, also gehe ich jetzt glaube ich, gehe ich nicht aus. Also ich glaube schon, dass ich das bestehe. Oh Gott, sag ich jetzt. Und in 2 Jahren gucke ich mir das an und denke mir, genau, also da ist weniger Druck drin und es ist auch noch nicht so präsent. Also im Ref war man ja wirklich sozusagen nur darauf konzentriert, sozusagen seinen Unterricht zu machen, Unterrichtsbesuche. Also da war das sozusagen der Bestandteil des Alltags. Ja. Und jetzt ist es sozusagen wirklich, also es läuft ja mehr oder weniger nebenher. Also weil ich sozusagen ja sonst meinen Unterricht habe. So, also von daher ist das nicht so präsent und darum vom Druckgefühl deutlich geringer. Ihr habt ja beide ganz unterschiedliche Erfahrungen, was Theater angeht, einmal so als Unterrichtsfach und einmal als quasi freiwilligen Raum, als Arbeitsgemeinschaft. Mhm. Ich würde da gleich gerne auch nochmal genauer drauf zu sprechen kommen, aber ich vermute, dass ihr beide ähnliche Erfahrungen macht, wenn ihr Kinder entweder in dem Unterrichtsfach Theater seht oder in der AG und in anderen Fächern oder in anderen Rollen. Ich weiß gar nicht, ob du, Sophie, ob du quasi die Kinder auch in beiden Fächern hast. Aber seht ihr das? Also seht ihr, dass für die Kinder auch ein anderer Raum ist, die Theater-AG oder der Theaterunterricht? Erlebt ihr sie dort anders als in anderen Fächern? Ja, auf jeden Fall. Also die Schüler haben oder merken ja ganz schnell, dass hier kein Stoff durchgepeitscht wird. Ne? Also das heißt, der Druck, der im Unterricht besteht, der ist ja gar nicht da. Das heißt, die Schüler haben auch mal den Freiraum oder den Raum, um durchzuatmen, um auch mal sich 1,5 Stunden zurückzuziehen, was künstlerisch zu erarbeiten, ohne eine Vorgabe einer Sozialform, ohne die Vorgabe irgendeiner Methode oder eines digitalen Hilfsmittels. Und werden dann mit Applaus von der Gruppe belohnt, wenn sie das aufführen können. Und
das macht in den Schülern was. Ne? Die kommen viel selbstsicherer in den Raum. Das ist ja total spannend, weil es ist ja trotzdem vollwertiges Unterrichtsfach oder auch eine AG, die genauso dasteht wie andere Arbeitsgemeinschaften. Ne? Aber selbst wenn ich jetzt das Unterrichtsfach nehme und das, wo ich ja auch bestimmte Kompetenzen schulen werde, die curricular sogar genauso vorgegeben sind wie in anderen Fächern, entsteht trotzdem ein ganz anderer Raum. Würdet ihr sagen, dass man diesen Raum auch in den anderen Fächern herstellen könnte? Oder ist das tatsächlich ein Spezifikum dieses Theaterunterrichts oder des darstellenden Spiels, dass die Herangehensweise schon eine ganz andere ist? Also ich glaube schon, dass die Herangehensweise eine ganz andere ist. Erstmal ist man frei von der Bewertung. Das spielt gerade bei mir im AG-Kontext schon eine große Rolle. Die persönliche Entwicklung findet, glaube ich, auch auf einer ganz anderen Ebene statt. Bei mir, also die AG ist ja auch jahrgangsübergreifend. Das heißt, 12-Klässler und 8-Klässler arbeiten zusammen, als seien sie in einer Klasse. Also es ist schon immer toll zu beobachten und sie entwickeln sich sozial wahnsinnig weiter. Aber vielleicht wollen wir das tatsächlich noch mal kurz trennen. Also dann bleiben wir mal kurz bei der AG. Das ist ja, die AG hat ja schon einen besonderen Charakter, ja, weil sie eben wirklich ein Freiraum ist, besonders ja, frei, weil er ja wirklich freiwillig gewählt wird. Es ist ja wahrscheinlich, müssen sie diese AG nicht machen. Das heißt, die können ja auch mit ihren Füßen abstimmen, wie man das so sagt. Die können ja auch einfach sagen, es macht mir hier keinen Spaß, ich gehe wieder. Ja. Und das hat natürlich nochmal eine ganz andere Macht auch, die Schülerinnen und Schüler dadurch bekommen. Vielleicht erzählst du einmal ganz kurz, wie ist denn das an deiner Schule? Ihr habt eine AG, also es gibt eine Theater-AG, die bietest du an, mhm, und da können dann quasi alle Schülerinnen und Schüler, egal welche Jahrgangsstufe, können zu dir kommen und studieren dann mit dir ein Jahr lang ein Stück ein. Oder wie läuft das? Mhm. Genau, immer zu Beginn des Jahres gibt es so einen schönen Zettel, den ich dann aushänge und bin immer wieder gespannt, wie viele Schüler dann erscheint. Die Theater-AG findet immer im 5. Block statt, also nach dem Unterricht von 15 bis 17 Uhr. Die Schüler investieren also wahnsinnig viel zusätzliche Zeit. Und wenn wir dann an einem Theaterstück proben, machen wir auch Probenwochenenden. Das heißt, die Schüler kommen wirklich, verbringen wirklich viel Zeit in der Schule und engagieren sich ganz viel. Genau, und bisher ist es so, dass ich viele Schüler schon seit 3,5 Jahren betreue in der Theater-AG. Also die sind schon von Anfang an dabei und es kommen immer wieder jüngere Schüler, neue jüngere Schüler dazu. Und wir sind mittlerweile um die 30 Schüler. Und ich muss dann zu Beginn auch immer schon darauf hinweisen, dass ich nicht für jeden eine Hauptrolle habe, dass einige dann auch Bäume spielen müssen. Aber damit sind sie total einverstanden. Dann kümmern sie sich um die Requisiten und ums Bühnenbild und helfen mir bei der Regie. Aber das finde ich ja wirklich auch interessant, weil ich mir das vorstellen kann, dass wenn man sich dann so durchringt und sagt, also Theater ist ja gerade in dieser Zeit ich würde jetzt denken, in der Pubertät und auch so rund um diese Phase der Pubertät ja eine besondere Ausdrucksform Theater. Und ich kann mir vorstellen, dass es für einige so auf der einen Seite eine große Lust gibt, das zu machen und auf der anderen Seite auch eine Angst davor, sich vielleicht irgendwie zu blamieren vor den anderen, ja, oder so. Und wenn man dann sagt, man macht es doch und kommt und dann spielt man am Ende den Baum, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es ja auch irgendwie schwierig ist, damit umzugehen. Ja. So, wie gelingt dir das oder wie gelingt euch das, sowas dann aufzugreifen? Also ich weiß jetzt nicht, wie du das machst. Bei mir ist es so, dass ich immer erst starte in den ersten 4 Monaten mit Übungen, mit Gruppenübungen. Man muss Vertrauen aufbauen, weil natürlich, wie Sophie schon gesagt hat, wie du auch gerade sagst, man macht komische Geräusche vor der Gruppe. Man muss komische Posen einnehmen. Und da muss man erstmal so ein Gefühl von Sicherheit auch in der Gruppe entwickeln, gerade wenn man sich nicht kennt und aus verschiedenen Jahrgängen kommt. Und dann sitzen da die Großen und gucken auch zu. Und das dauert eine ganze Zeit, also deswegen nehme ich mir auch immer 4-5 Monate für Improvisationsübungen, für Übungen, wo man ein Körpergefühl entwickelt, wo das Vertrauen in der Gruppe gestärkt wird. Dann kommt immer schon die erste Aufführung so um Weihnachten rum, da führen wir so kleine Sketche auf im Weihnachtsprogramm, da freuen sich die Schüler immer drauf. Genau, und im zweiten Halbjahr studieren wir dann ein Theaterstück ein. Und du sagtest ja gerade auch eben, es bekommen nicht alle eine Hauptrolle und ihr habt aber auch noch ganz andere Aufgaben wie Regie und Requisite. Genau. Sucht ihr damit genauso? Also, weil ich kann mir wiederum auch vorstellen, ne, dass es einige gibt, die sagen,
Ja, also Theater interessiert mich schon, aber ich möchte gar nicht als Hauptrolle auf der Bühne stehen, sondern mich interessiert mehr das Drumherum. Ja, zählt das auch dazu? Ja, klar, das zählt auch dazu. Ich habe auch einige Schüler, die signalisieren mir gleich zu Beginn: Ach, Frau Lindmann, ich möchte lieber mit Ihnen Regie führen, Ihnen helfen, Sie unterstützen oder die Technik, mich um die Technik kümmern. Und die machen das auch total toll. Also, ich habe viele aus den größeren Klassen, die sich eher um die organisatorischen Dinge kümmern oder den Ab- und Aufbau machen zwischen den Szenen. Und so besonders die Jüngeren dann sehr aktiv sind im Theaterspiel. Und gibt es dann auch so Situationen, wo sich die Schüler auf dem Schulhof so oder in dem Schulgebäude so treffen und sich dann so zunicken? So, Ja, also der auch mit Siebenklässler mir. Ja. aus der 12. Klasse so, hi, na? Ja. Ja, wir sprechen, also ich nenne die dann auch bei den Rollennamen. Das ist ganz witzig. Der eine Junge aus der 11. Klasse hat jetzt in dem einen Kurzstück, das wir zu Weihnachten gespielt haben, eine Elfe gespielt. Und jetzt flattern wir im Schulgebäude mal alle aneinander vorbei, wenn wir ihn treffen. Also es ist schon, das schweißt schon zusammen. Das ist großartig. Ja. Und du hast. Helena, Sophie, wolltest du da gerade einsteigen? Na, ich wollte bloß gerade sagen, also das macht das Fach ja auch nochmal so ein bisschen aus. Also so im Vergleich zu, also ich mache es ja sozusagen als Unterrichtsfach und bei mir ist die Benotung, also ich muss ja trotzdem sozusagen benoten, aber im Vergleich so zu anderen Fächern habe ich gerade überlegt, zeichnet den Theaterunterricht ja so ein bisschen nochmal aus, dass man sozusagen als Gruppe funktionieren muss. Ja. Also darum wird sozusagen, also ein großer Teil am Anfang geht ja auch sozusagen wirklich in, also dadurch, dass man sich gegenseitig vertrauen muss, weil man halt gesagt, komische Bewegungen macht oder sich sehr dicht auch ist, also jetzt mit Corona doch mit mehr Abstand, aber auch das ja eigentlich sehr dicht, ist das sozusagen, während ich sozusagen im anderen Unterricht als Einzelkämpfer ja ziemlich, also darauf trimmt ja so ein bisschen das Schulsystem, als Einzelkämpfer gut durchkomme, ist das im Theaterunterricht nochmal mehr eine Gruppe. Also von Ja. daher gehen die sozusagen als Einheit schon nochmal mehr zusammen. Also dann funktioniert es einfach besser. Und Ja, dann. weil die lernen gemeinsam und verstehen ganz schnell, dass es wichtig ist, auch Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Ne? Also die können, wenn die nicht zur Probe kommen, dann ja, lassen sie die ganze Gruppe im Stich. So, das verstehen die ganz schnell. Die erziehen sich dann auch gegenseitig. Also ich hatte das auch schon, ich spreche aus Erfahrung. Die Hauptrolle meinte dann, weil sie gerade ihr Abitur bestanden hatte, zur Generalprobe an die Ostsee zu fahren und uns nicht Bescheid zu sagen. Und wir standen dort, wollten proben und ja, er war nicht da. Und dann hat die ganze Theater-AG angerufen und ihn richtig am Telefon beschimpft oder ausgeschimpft und gesagt, du, wir sind hier eine Gruppe und wenn du nicht da bist, dann funktioniert das ganze Stück nicht. Und es tat ihm so leid, dass er dann am nächsten Woche einen Kuchen gebracht hat, sich entschuldigt hat und es ist auch danach nicht wieder passiert. War ihm sehr Damit unangenehm. habt ihr Hein schon die Frage beantwortet, die ich gerade stellen wollte, nämlich was motiviert Schülerinnen und Schüler dazu, zum Beispiel in so einer AG im 5. Block noch ja, zur AG zu kommen? Also weil wir haben an anderen Stellen schon immer darüber gesprochen, dass für vieles einfach keine Zeit da ist. Ne? Und an der Stelle haben wir einen Raum und die SchülerInnen nutzen ihn ja auch. Also sie kommen zu dir in die AG. Und eine Sache, die ich gerade rausgehört habe, ist zum Beispiel, dieses Funktionieren in der Gruppe oder diese Gemeinschaft als Gruppe macht das aus. Könnt ihr euch noch andere Dinge vorstellen, die für die Schülerinnen und Schüler ja, diese Motivation ausmachen, zu euch, zur AG oder auch in das Unterrichtsfach darstellendes Spiel zu kommen? Ja. Ja, mir fällt da auch gleich wieder ein Schüler ein. Also ich glaube, dass sie, wenn sie im Unterricht Niederlagen erleben, ne? Weil sie vielleicht, weiß ich nicht, Mathe einfach nicht ihr Fach ist so und das immer wieder in bestimmten Fächern passiert, dann haben sie das Gefühl, irgendwie ja, nicht gut zu sein. Und ich hatte auch schon einen Schüler, der war sehr ruhig, in sich gekehrt, der wollte aber unbedingt in die Theater-AG und hat dann dort das Talent des Theaterspielens für sich entdeckt und hat gemerkt, wie begeistert wir alle von ihm sind. Sobald er auf der Bühne stand, war er ein anderer Mensch. Der ist gerade geworden, der hat super artikuliert. Und diese Selbstsicherheit hat er dann auch mitgenommen in die anderen Fächer. Er hat dann auch einen Antrag gestellt auf Wiederholung, also er war schon in der Oberstufe und hat auch die Theater-AG erwähnt, die ihm dazu, ja, ihn unterstützt hat oder ihm geholfen hat und ihm, genau, ja, Mut gemacht hat, jetzt einfach nochmal das Jahr zu wiederholen und das Abitur nochmal anzugehen. Und er hat am Ende mit gut sein Abitur bestanden. Ja. Und ist immer noch, ja, bleibt uns immer noch in Erinnerung als kleine Koryphäe, weil er wirklich richtig ein tolles Talent entwickelt hat in der Theater-AG. Ja, du Ja, und hast das auch so auch, eine Beispiele, ne? genau. Ja, beziehungsweise auch als Unterrichtsfach ist es einfach, also das, also
also wir müssen sozusagen, und das ist das Schwierige immer sozusagen am Anfang der neuen Klasse tatsächlich, und das wird jetzt, glaube ich, für die 11. Klasse dann auch nochmal so sein, weil wir zum ersten Mal zwei Kurse auch machen können, schon ja, mehr oder weniger auswählen, weil die sozusagen so, also weil wir sozusagen zu wenig Lehrer haben, dass wir das sozusagen für alle anbieten können. Und das ist sozusagen deswegen, glaube ich, so überrannt, weil es halt, also erstmal hat es das Image, dass es halt nicht so theorielastig ist. Also da steckt schon auch Theorie dahinter, aber die kann ich ja sozusagen, also kann ich wirklich ins Praktische umsetzen, also leichter noch als vielleicht in anderen Sachen. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Aufatmen für die Schüler. Ja. Also dass sie sich halt auch bewegen können, dass sie, also die haben ja trotzdem sozusagen so Arbeitsphasen, die wir im Unterricht auch haben, aber das ist schon freier in dem Sinne sozusagen, weil es sozusagen praktischer ist. Also darum ist es, glaube ich, gerne angenommen. Ich habe jetzt, also das habe ich zum ersten Mal jetzt erfahren, dass die so ein bisschen, also von unterschiedlichen Persönlichkeiten mal, also angenommen, da sind ja auch welche dabei, die kommen, weil sie halt, die wollen Shakespeare sprechen, so. Also die so mitkriegen, so, ah, das machen wir hier gar nicht. Also wir lesen nicht nur einen Text auf der Bühne vor. Aber, also, und das ist das Schöne sozusagen, glaube ich, auch noch, dass für jeden sowas dabei ist. Also sowohl für die Rampensau, sage ich mal, der unbedingt der Hamlet sein will, als auch für den, der den Baum spielt so, und trotzdem sozusagen ja zufrieden ist mit seiner Rolle. Ja. So, das ist, also darum ist das, glaube ich, so heiß, also bei uns wirklich jetzt inzwischen ziemlich heiß begehrt. Ja. Jetzt hat Helene vorhin schon gefragt, ob ihr eigentlich auch Möglichkeiten seht, dass man das, was offenbar die Schülerinnen und Schüler, die Kinder und Jugendlichen in der Theater-AG oder im Theaterunterricht an besonderen Lernerfahrungen erleben, ob man das auch in anderen Fächern realisieren kann. Jetzt habt ihr für mich total nachvollziehbar beschrieben, warum das schon was so ein Alleinstellungsmerkmal auch von Theater-AG ist. Ich fände es aber, weil wir ja gerade auch gemeinsam mit unseren Gästinnen und Gästen überlegen wollen, wie kann man vielleicht Schule auch noch weiterentwickeln, transformieren, wie kann man aus diesen tollen Erfahrungen lernen, die ihr jetzt zum Beispiel mit Theater macht, wenn das nicht direkt im Unterricht geht. Also ich persönlich habe zum Beispiel in meinem Unterricht mal ein Buch gelesen, das ist gerade auch wieder sehr aktuell, da ging es um von Jana Teller. Kennt ihr den Titel? Ich weiß ihn nicht genau. Ich glaube, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und wir haben das gelesen, das ist eine ganz tolle, kurze Geschichte, die kann man relativ schnell lesen. Und wir haben sie dann versucht, so als kleines Theaterstück ich habe das auch im Ethikunterricht gemacht, mit ihnen zu spielen, natürlich überhaupt nicht ansatzweise so toll aufgeführt, wie ihr das machen könnt. Aber meine Überlegung war schon, dass das für sie eine andere Lernerfahrung war, als hätten wir das jetzt theoretisch bearbeitet, das Thema Flucht, Vertreibung. Und deswegen, ja, würde ich gerne mit euch mal gemeinsam nachdenken, wie kann man vielleicht doch das auch nochmal entweder in die anderen Fächer bringen oder es gibt ja an Schulen oftmals auch so Projektwochen, könnte man nicht das quasi in so einer komprimierten Form auch mal für diejenigen anbieten, auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die nichts mit Theater zu tun haben, mal vielleicht in so einer Woche oder so einem Theatermonat oder so, wo man das quasi breiter zugänglich macht. Seht ihr sowas realistisch oder kann das nicht funktionieren? Also ich glaube, es gibt schon einen Grund, warum ja häufig sozusagen gefordert wird, also auch für diese Weiterbildung war ja eigentlich gefordert, dass man zum Beispiel Ethik als Fach hat oder Deutsch sozusagen, also gerade die Synergieeffekte sozusagen mit Deutsch, also wie du es gerade beschrieben hast, sozusagen einen Text sozusagen umsetzen in eine gewisse theatrale Darstellungsform hat halt sozusagen voll viele Vorteile, also funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Genau, und auch mit dem Fach Ethik kann man halt, also weil bestimmt, also ich mache das sozusagen ja auch im Ethikunterricht, dass bestimmte Sachen, die sie sozusagen erarbeiten, einfach in ein Standbild gebracht werden müssen. So, das ist ja auch schon eine theatrale Form. Ja. Und das, also das hilft schon, also bringt sozusagen schon viele Punkte, also auch fürs Fach Ethik, weil die sich sozusagen einfach nochmal auf einer anderen Ebene mit einem Thema auseinandersetzen. Also auch sozusagen die Erarbeitung zum Standbild hin ist ja ein gewinnbringender Prozess für die Schüler. Ja, genau, also. Genau, ich arbeite auch ab und zu mit Standbildern im Unterricht. Das ist immer wirklich ein Zugewinn und es trauen sich tatsächlich auch alle Schüler, weil es geht dann nicht um so ein großes Theaterspielen, sondern in Standbildern dürfen sie, da müssen sie Posen einnehmen, aber bleiben ja still dabei. Also trauen sich dann tatsächlich auch alle, da freue ich mich immer. Du hast gefragt, ob man in Projektwochen vielleicht auch fächerübergreifend und mit anderen Lehrern zusammen Theaterprojekte auf die Beine stellen könnte.
Das fand bisher in unserer Schule noch nicht statt. Also wenn, dann habe ich die Projektwoche immer genutzt, um an meinem Theaterstück mit der Theater AG zu arbeiten und habe dann auch Hilfe bekommen vom Kollegen. Aber sicherlich, ja, das wäre bestimmt möglich. Aber eigentlich wäre es ja auch ganz cool, wenn ihr sozusagen mit eurer Theaterexpertise auch so schulinterne Fortbildung für andere Lehrkräfte macht. Also ich denke jetzt zum Beispiel an so Fremdsprachenunterricht, Helene mit Spanisch oder Sarah ja auch mit Französisch. Da macht man ja auch ständig so Rollenspiele, wo also die Klassiker, die Einkaufsszene im Supermarkt und so weiter. Und eigentlich wäre es ja ganz cool, wenn man das nicht so stümperhaft machen würde, wie wir das machen, weil wir keine Ahnung von Theater haben, sondern wenn man da wie so ein bisschen fit gemacht wird, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass die richtig Lust drauf haben, dass sie in so eine Rolle eintauchen können und so. Also hast du das mal gemacht, Helene, bei dir in Spanisch? Genau, da wollte ich gerade einsteigen. Du gibst mir das Stichwort. Ich habe es selber eher weniger gemacht, aber als Schülerin erfahren in dem Sinne. Und kann das nur so beschreiben, wie Sarah auch gesagt hat, ne? Also man hat da nicht das Gefühl, man muss als Rampensau ganz vorne stehen, sondern war Teil auch da wieder der Gruppe. Das fand ich ganz entscheidend, dass man das gemeinsam dargestellt hat. Und kann mir aber selber auch vorstellen, dass durchaus die anderen Fächer partizipieren könnten. Ne? Wenn wir uns überlegen, ihr macht ein Theaterstück und da muss ja eine Bühne entstehen. Also es gibt an ganz vielen Schulen so Unterricht, in Berlin heißt der Arbeitslehre zum Beispiel, ne? Wo die Schülerinnen und Schüler ganz, ganz tolle Sachen bauen, schneidern. Die könnten super Teil dessen sein, ne? Oder weiß nicht, allein dieses Bühnenbild zu erstellen, da sind wir dann wieder bei Kunst, ne? Könnte das nicht in Kooperationen stattfinden? Wenn man irgendwelche Effekte machen will, Chemie, Physik, auch das gehört ja alles dazu. Wo ich mir ganz, ganz toll vorstellen könnte, dass man da als ja, Theater als ein Gemeinschaftsprojekt von der ganzen Schule hätte, ne? Ja. Also ja, auf jeden Fall. So ein bisschen profitiert man ja auch voneinander. Also ich habe, also ja, oder wird schon Hilfe angeboten. Die Kunstlehrerinnen, die haben auch schon große Plakate für uns angefertigt. Die eine hat mir jetzt auch wieder ein großes Rückbühnenbild sozusagen geschenkt. Und die Chemielehrer mussten das letzte Theaterstück auch helfen, weil dort eine Szene im Labor stattfand und wir brauchten halt irgendwie wirkungsvolle Farbveränderungen in den Reagenzgläsern. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Und dann hat uns ein Chemielehrer ganz toll gezeigt, was wir da zusammenmixen müssen, was auch nicht gefährlich ist. Und dann wirkte das natürlich ganz besonders bei der Aufführung. Also ich bin froh, dass du nicht so viel gefragt hast, was wir zusammenmixen können. Sag mal, ich befürchte leider, dass egal wann wir diese Folge hier ausstrahlen, ein Thema immer noch sehr aktuell sein wird, der Krieg in der Ukraine. Und das führt mich auch dazu, zu fragen, ob ihr sowas eigentlich auch aufgreift in der AG oder im Unterricht und ob quasi Theater auch ein Freiraum ist, mit Emotionen und Gefühlen vielleicht nochmal anders umzugehen, als ich das im Spanischunterricht machen könnte oder in Politik, Geschichte, in anderen Fächern. Ist das bei euch ein Thema und ist das vielleicht ein guter Raum, um mit Emotionen umzugehen? Also es ist auf jeden Fall ein guter Raum, um mit Emotionen im Allgemeinen umzugehen. Leider habe ich ja keine Theater-AG jetzt im zweiten Halbjahr, weil ich zusätzlich Stunden übernehmen musste. Deswegen musste ich die leider abgeben, aber im nächsten Schuljahr werde ich sie wieder aufnehmen. Aber in LER ist das ein großes Thema. Also man merkt auch, dass die Schüler das Bedürfnis haben, darüber zu reden, auch in der 7. Klasse diese Woche wieder. Und dann gebe ich den Schülern auch den Raum. Dann breche ich ab und sage, okay, ihr wollt jetzt darüber sprechen, dann reden wir darüber. Und in meiner Klasse ist es genauso. Die haben mich auch darum gebeten, am Montag haben wir wieder LER, was zu organisieren. Die wollen gerne so eine Schuldemo planen. Und dann gebe ich ihnen auch den Raum. Dann wird LER mal dafür genutzt. Also ich habe es jetzt, also ich weiß sozusagen nur von meinem, also es gibt noch jemand, der sozusagen parallel auch einen Wahlpflicht-9-Kurs hat. Und der hat, und das, also es kam bei dem einfach auf, und das, also den Freiraum hat er sozusagen dann auch genutzt, dass die einfach am, also das war aber schon vor dem Einmarsch Russlands, dass die Schüler danach gefragt haben, was gerade so politisch passiert. Also da ging es, also er wollte sozusagen eine Szene umsetzen und die Schüler wussten aber sozusagen, also hatten da gar kein Wissen zu, und darum machen die jetzt am Anfang immer so die ersten 15 Minuten aktuelle Politik und reden auch darüber, also sozusagen, dass sie sich damit auseinandersetzen können. Auch so ein bisschen aus dem
oder mit dem Hintergrund, ja, dass man, also wenn man Haltung, also im wahrsten Sinne des Wortes Haltung zu irgendwas einnehmen soll, ja auch Wissen darüber braucht. Genau, das, also das verknüpft ja, so wie ich das von den Schülern auch gehört habe, richtig gut. So, aber das habe ich, also kam bei mir sozusagen nicht so auf als Thema bisher. Also eher im Politik- und Ethikunterricht. Ich kann mir vorstellen, dass gerade der Umgang mit Emotionen, wo wir gerade darüber sprechen, unheimlich wichtig ist im Unterricht des darstellenden Spiels, ne, oder in der Theater-AG, weil ich mir vorstellen kann, das eine ist jetzt, wenn wir jetzt uns auf den Krieg in der Ukraine beziehen oder auf andere Kriege, Fluchtgeschichten etc., dass die Schülerinnen und Schüler das aktuell beschäftigt und wiederum wir aber auch Schülerinnen und Schüler haben, die zum Beispiel diese Fluchterfahrung gemacht haben oder andere Erfahrungen, die dann in den Szenen im Schauspiel thematisiert werden. Wie bereitet ihr euch darauf vor? Also bisher musste ich mich darauf noch nicht vorbereiten, aber die Schüler haben sich tatsächlich fürs zweite Halbjahr, also wenn Theater weiterhin stattgefunden hätte, ein Theaterstück gewünscht, in dem wir politische aktuelle Themen aufgreifen. Und da hätte das Thema bestimmt eine große Rolle gespielt. Aber das werden wir dann im nächsten Jahr nachholen. Und dann können wir nochmal sprechen, dann kann ich euch sagen, wie ich mich darauf vorbereitet habe. Also wir haben, also an meiner Schule ist ja relativ viel, also was auch sozusagen Thema, also wir haben Schüler mit ganz vielen verschiedenen Hintergründen, aber wir haben sozusagen, also wir haben eine Statistik, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so 90% Migrationshintergrund, also da sind ganz, ganz viele verschiedene Geschichten auch so dabei. Aber ich überlege, dass, also der Vorteil ist ja, dass das sozusagen gar nicht rein kognitiv sozusagen zum Thema kommt, sondern wenn dann sozusagen ausgedrückt und die Schüler sozusagen die Chance haben, das zu reflektieren und dadurch eher gefühlt, ja, so ein bisschen nicht ruhiger, ja doch, also ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, aber sozusagen ein bisschen entspannter mit bestimmten Sachen umgehen können. Unterbewusster vielleicht die Auseinandersetzung, oder? Ja, genau, also auf eine Art, also einfach gar nicht sozusagen, dass es nicht nur sozusagen ins Sprachliche kommt, also bestimmte Konflikte kommen, also hatte ich bisher tatsächlich noch, also nie im Theaterunterricht, wenn dann sozusagen außer politischen Diskussionen im PW-Unterricht, so, aber dadurch, also dass das sozusagen auch eine körperliche Dimension ist und man sie ja trotzdem sozusagen wertschätzend miteinander umgeht, dass gar nicht so, also nicht so heiß wurde wie, wie im Politikunterricht, wo es sozusagen rein kognitiver bleibt zum Teil. Ja, und weil im Politikunterricht wahrscheinlich ja auch, so habe ich das jetzt zumindest von euch gehört, und das finde ich auch eine total interessante Erkenntnis, dass ja die Kinder offenbar im Theater, entweder in der G oder im Unterricht, ja auch eine andere Rolle einnehmen können, als sie es vielleicht sonst haben. Also ich könnte mir gut vorstellen, im Politikunterricht gibt es halt auch den Coolen oder die Coole, die halt irgendwie immer eine besondere Rolle einnimmt und dann vielleicht in einer bestimmten Diskussion auch mal dominanter auftritt oder so, weil sie das halt macht. Und vielleicht im Theater, in der Theater geht dann nochmal eine andere, im wahrsten Wort, eine Rolle spielen kann oder die Theater-AG oder der Theaterunterricht so ein anderer Raum ist, als das Unterrichtsfach sozusagen oder der Klassenraum so. Wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal darüber sprechen, Sarah, warum du das jetzt nicht mehr machst im zweiten Halbjahr, weil wir jetzt über sehr viel Schönes sprechen, was Theater angeht und diesen Freiraum, aber der fordert natürlich auch viel. Sophie, du hast es schon beschrieben, dass du in Berlin das Glück hast, dass du das als Fortbildung machen kannst, dass du da nicht nochmal 5 Jahre studieren musst, dass es auch bezahlt wird und du Abminderungsstunden kriegst. Wir gehen gleich da nochmal drauf ein, Sarah. Ich habe vorher noch eine andere Frage und die würde ich auf keinen Fall vergessen. Arbeitet ihr eigentlich für die Theater AG oder für den Theaterunterricht auch mit außerschulischen Partnern zusammen? Also ist das auch nochmal ein interessanter neuer Raum? Gibt es so Kooperationen mit Theatern oder mit irgendwie so, keine Ahnung, Zirkus oder so? Gibt es irgendwie so außerschulische Partner, mit denen ihr auch manchmal zusammenarbeitet? Da gab es schon eine Zusammenarbeit, das war aber eher eine Belohnung für die Theaterstücke, die wir aufgeführt haben. Also wir haben dann immer bei der öffentlichen Veranstaltung am Ende Geld eingesammelt und davon habe ich dann einen Theaterworkshop bezahlt oder organisiert mit einer befreundeten Schauspielerin und da sind wir dann zu ihr auch ins Theateratelier nach Berlin gefahren und das war für die Schüler ein super Erlebnis. Der Workshop ging 2 Tage, Freitag und Samstag, die wurden am Freitag auch von der Schule befreit und haben dort ganz viel gelernt. Wir haben dann auch nochmal konkret am neuen Theaterstück gearbeitet. Also das war richtig toll. Und das andere Mal sind wir ins Theater gegangen. Genau. Also wir haben bis jetzt noch keine sozusagen feststehende Kooperation, aber für bestimmte Sachen lohnt sich das einfach, also weil man ja gerade sozusagen
in dem, was es sozusagen alles für Facetten und Möglichkeiten gibt, die man sozusagen umsetzen kann. Also wir hatten jetzt in der Weiterbildung zum Beispiel jemand, der mit uns einen Pantomime-Workshop gemacht hat. Und für so eine Sache würde ich mir auf jeden Fall auch immer Leute holen, weil das einfach sozusagen ein komplett anderes Level ist, als man selber sozusagen, also dass man das sozusagen auch nochmal anders unterrichten kann. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich würde mir auf jeden Fall immer Hilfe holen, wenn es ums Thema Musik geht. Da schon nicht auf den falschen Rhythmus kommen. Genau, also dafür lohnt sich das auf jeden Fall. Also das muss man, glaube ich, auch machen, weil das schafft man nicht alleine. Aber es gibt ja in Berlin auch die Möglichkeit, ich glaube, das Projekt heißt TUSCH, ne? Theater und Schule, dass man mit Theatern und TheaterpädagogInnen zusammenarbeitet und dann die Schülerinnen und Schüler sich das ein Stück in einem Theater anschauen und dann gemeinsam mit den TheaterpädagogInnen reflektieren oder sogar auch den Besuch vorbereiten. Ne? Habt ihr das schon mal gemacht? Wir wollten, wie heißt nochmal dieses Theater in Berlin? Das ist was auch so Jugendtheaterstücke. Krips? Das Krips-Theater, genau. Und da haben wir uns ein Theaterstück angeguckt, ein Jugendtheater mit Anschluss, wollte ein Theaterpädagoge zu uns an die Schule kommen, aber dann kam leider Corona und dann, kam das leider nicht zustande. Aber allein auch, das hatte ich jetzt gerade noch gar nicht drin, allein auch sozusagen ein Theaterbesuch. So, also es ist für meine Schüler ist das zum Teil eine andere Welt. Ja. So, und das, also, aber da fragen die jetzt auch, mir haben jetzt schon Schüler angefragt, ob ich sozusagen in der 11. Klasse dann auch einen Kurs nächstes Jahr aufmache und ob wir da auch nochmal ins Theater gehen können. Also es ist schon so ein, können wir da nochmal ins Theater gehen? Also was ja für uns sozusagen so ein bisschen, also vielleicht auch nochmal eine andere Lebensrealität ist, irgendwie mit zum Alltag gehört, dass man irgendwie mal Kultur genießt und ins Theater geht, ist für die wirklich so ein Highlight. Ja. Und das ist einfach auch also toll, dass man danach sogar damit weiterarbeiten kann. Ja, wir hatten jetzt auch ein Theaterbesuch im Grips und danach auch sozusagen nochmal einen Workshop mit einem Theaterpädagogen. Mhm. Genau, aber das wäre tatsächlich nicht nur cool gewesen für den Theaterkurs, sondern auch für meine eigene Klasse. Für eine Klasse, Aber genau, vielleicht, das haben wir am Anfang gar nicht gesagt, du unterrichtest in Berlin in einem Viertel, in dem das jetzt nicht so ungewöhnlich ist, dass man viele Schülerinnen und Schüler mit einem hohen einer Migrationsbiografie hat. Und Sarah hat ungefähr, ich sage es jetzt mal übertrieben, das genaue Gegenteil, also so die gut bürgerliche Vorstadt am Gymnasium. Und eigentlich ist es ja total schön zu hören, dass beides Orte sind, an denen das total wichtig ist, dass es diese Räume gibt, sowohl für die Kinder, die vielleicht in etwas behüteteren Räumen aufwachsen, aber trotzdem das auch brauchen, um sich mal entfalten zu können, um mal ganz anders sein zu können, mal rauszubrechen aus ihrer Rolle. Und bei dir, Sophie, an einer Schule, wo man vielleicht dem ein oder anderen Kind auch weniger zutraut, weil es vielleicht Sprachbarrieren gibt oder aus anderen Gründen. Und dann aber der Theaterraum genauso ein Freiraum sein kann, in dem man mal ganz neu irgendwie entdeckt werden kann. Ist ja eigentlich total schön zu hören, dass das unabhängig davon, was es für eine Schulform ist, immer ein toller und spannender Freiraum ist. Genau, jetzt haben wir über ganz viel Positives gesprochen, aber du hast es gerade schon angedeutet, du machst es jetzt gerade nicht mehr, weil du nicht genug Zeit hattest dafür, also mehr Stunden woanders übernehmen musstest. Vielleicht ordnest du noch mal kurz ein, das heißt, es gab schon ein bisschen Abminderungsstunden für das Engagement der AG. Ich kenne dich schon ein bisschen länger, habe ich schon gesagt, deswegen weiß ich, dass die nicht ansatzweise ausreichen, um das abzudecken, was du da geleistet hast in der AG. Aber die gibt es jetzt offenbar auch nicht mehr. Magst du vielleicht was dazu erzählen? Ja, also im ersten Jahr habe ich es ja tatsächlich zusätzlich gemacht zum Stundendeputat. Da hat dann auch der Schulleiter, die Schulleiterin gemerkt, dass man wahnsinnig viel Zeit investiert hat, mir dann halt angeboten, mir Anrechnungsstunden zu geben. Das heißt, es läuft jetzt als ganz normaler Unterricht. Und genau, wir haben aber leider einen Lehrermangel bei uns. Es sind jetzt auch im Halbjahr nochmal zwei Lehrer gegangen. Und deshalb musste ich mehr LER-Unterricht übernehmen und kann die Theater-AG nicht weiterführen. Und die Schüler sind auch sehr traurig darum. Also sie fragen auch regelmäßig, wenn sie mich auf dem Flur sehen, wann denn endlich ein neuer LER-Lehrer kommt, damit ich die Theater-AG wieder übernehmen kann. Die sind da sehr traurig. Und auch die Schulleitung, aber ihr bleibt ja nichts anderes übrig. Das wollte ich gerade fragen. Einerseits, wie ist es für die Schülerinnen und Schüler? Was melden die dir zurück? Aber auch, wie ist das für dich? Also wir reden ja über die Freiräume und letztendlich auch ein Freiraum, den du dir als Lehrerin damit geschaffen hast, nochmal was ganz anderes machen zu können und das dann wieder abgeben zu müssen. Ich stelle mir vor, dass das gar nicht so einfach ist.
Ja, es ist auch nicht einfach, zumal naja, die Gruppe wirklich zusammengeschweißt ist jetzt im ersten Halbjahr. Ich habe viele neue Schülerinnen dazu bekommen, weil viele gegangen sind, also viele Ältere, ne, sind jetzt aus der Schule gegangen, haben Abitur gemacht. Und die haben jetzt halt richtig Lust, ne? Die haben ja ganz viel gelernt im ersten Halbjahr und wollten das jetzt eigentlich im großen Theaterstück einmal umsetzen und können das nicht. Ja. Also ich befürchte, ja, sorry. Ja, nee, ich wollte nur sagen, für mich ist es ja auch ein schöner Ausgleich gewesen. Ne? Ich wusste auch, ich habe am Montag Nachmittag oder Mittwochnachmittag unterschiedlich, habe ich so auch meine 2 Stunden mit den Schülern, mit denen man ja schon irgendwie ganz eng zusammengewachsen ist. Das war für mich auch immer so eine Ruhezeit, auch ein Freiraum für mich, meine Kreativität auszuleben. Ja, und trotzdem ist das ja auch viel Zeit, die man dort investiert, gerade bei so einer Arbeitsgemeinschaft, die man dann also auch noch zusätzlich investiert. Auch wenn man ein, zwei Abminderungsstunden kriegt, wird das nicht ansatzweise ausgleichen, was man da am Nachmittag noch investiert, am Wochenende bei den Aufführungen und so weiter. Ich befürchte fast, du hättest wahrscheinlich das sogar weiterführen können, aber dann wieder ohne Abminderungsstunden, Ja. freiwillig in deiner Freizeit. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr froh darüber, dass du es nicht gemacht hast, dass du offenbar die Signale deines Körpers und wahrgenommen hast, dass das nicht geht, dass du quasi deinen Energiehaushalt nicht jetzt schon Ja. so früh aufbrauchen darfst. Und ich, wie gesagt, kenne dich schon lange und weiß, dass dir das sehr schwer gefallen sein muss, das so zu entscheiden. Und ich finde, das zeigt auf der anderen Seite auch nochmal, dass gerade die Kolleginnen und Kollegen an Schulen, die Freiräume schaffen für Kinder, für Jugendliche, mal etwas anderes zu erfahren. Das kann über die Theater-AG sein, das kann ja aber auch über die Schulgarten-AG sein oder die Ja. Klima-AG oder auch einfach nur regelmäßige Fahrten mit den Schülerinnen und Schülern. Auch das fordert ja viel Freizeit. Oder auch tatsächlich eine Deutschlehrerin, ein Deutschlehrer, der einfach nur zwei, dreimal im Jahr mit den Schülerinnen und Schülern ins Theater geht. Auch diese Personen, die opfern viel Freizeit zusätzlich noch zu dem Engagement, das sie quasi in der Schule erbringen. Genau, und deswegen, ja, vielleicht nimmst du uns noch mal ganz kurz mit. So, wie fühlt sich das an? Auf der einen Seite hast du gerade schon erzählt, das ist ein schönes Gefühl, diese AG zu machen. Wie fühlt es sich jetzt an, wenn du merkst, irgendwie, ich kann das nicht weitermachen, weil es den Raum dafür nicht mehr gibt, weil es keine Abminderungsstunden gibt? Was hat das so? Also nimm uns doch mal mit in diesen Denkprozess. Warum hast du dich jetzt entschieden, es auch wirklich nicht quasi als Ehrenamt zusätzlich noch obendrauf zu machen? Aus privaten Gründen auch, ne? Also, wie du schon gesagt hast, es fließt halt wahnsinnig viel Zeit in die Vorbereitung und jetzt im zweiten Halbjahr sowieso noch mal mehr, weil immer, wenn man ein Theaterstück einstudiert und an einem Theaterstück arbeitet, dann arbeitet man eigentlich immer länger. Also, dann geht die AG nicht nur bis 17 Uhr, dann geht sie auch bis 18 Uhr, dann finden Zusatzproben statt am Wochenende und vor den Aufführungen entsteht dann doch Druck, obwohl man den ja vorher eigentlich nicht hat, weil die AG ja ein Freiraum ist. Und das ist schon immer eine sehr anstrengende Zeit. So, und das dann noch zusätzlich zu leisten, das ist einfach, ja, das ist dann zu viel. Und da weisen mich ja auch zum Glück nette Freunde immer wieder drauf hin. Oder halt auch die Partner, Ja, so, die die dann auch mal, Partner. weil, also ich meine, das ist ja schon so ein Klassiker, auch, also auch, also ich glaube, das sagen auch viele, die mit Lehrern irgendwie verbändelt sind, dass die einfach irre viel Zeit, also wir kriegen ja sozusagen auf Partys kriegen wir natürlich immer den Spruch als erstes, oh geil, 6 Wochen Sommerferien, habt ihr aber mehr Urlaub als alle anderen. So, aber das ist tatsächlich sozusagen auch die Zeit, ne? Also wie gesagt, in Berlin sind es jetzt, also wir hatten ja vorhin auch das Thema, dass man natürlich in Kooperation zusammenarbeiten könnte und man das schon schaffen würde, irgendwie Schule noch mehr zu einem Lebensort auch zu machen. Ne? Also wo man sozusagen Dinge macht, die halt auch Spaß machen und nicht nur sozusagen Unterricht durchknüppelt. Aber die, also, und das merkt man ja auch, also sobald also ich würde mich manchmal fast gar nicht trauen, Kollegen anzusprechen und sagen, du kannst du, also vielleicht einen Musikkollegen oder einen Kunstkollegen, weil man sozusagen ja vielleicht auch zu einem anderen Rhythmus dann kommt, ne? Also weil Schule ja gar nicht in dem Sinne so frei ist, dass, also die Kunstlehrer können ja auch nicht sagen, oh, das Projekt machen wir jetzt ganz am Ende des Jahres oder so, die fangen ja auch schon vorher an vorzubereiten. Da steht aber vielleicht das Theaterstück noch gar nicht, dass ich noch nicht weiß, welche Leinwand sollen die mir denn bemalen? Und die auch sozusagen trotzdem, also ganz viele Kollegen, also gerade mit einer vollen Stelle irgendwie so am Level sind, dass sie sagen, also noch mehr will ich eigentlich auch gar nicht in der Schule sein, so weil irgendwo muss es sozusagen auch gut sein. Und bei, Ja. also in Berlin sind es 26 Stunden, in
Brandenburg 25 bei einer vollen Stunde, plus die Vorbereitung und so, und da ist ja sozusagen noch anderer Unterricht. Ist das schon, also man macht es gerne, aber einem ist bewusst, dass man das sozusagen on top macht. So. Und das ist, ja genau, also das muss man schon sozusagen, also und da bin ich, glaube ich, bei uns eher der wirtschaftliche Kopf, der sagt so, ab irgendeiner Stundenzahl muss halt auch gut sein. Also so 50 Stunden die Woche arbeiten ist viel. So. Also ja. Wir sind gut bezahlt, alles, aber ja. Irgendwo muss das halt auch sozusagen ein Ende haben oder halt eben von anderer Stelle, und das wäre dann tatsächlich eher eine politische Aufgabe, ein Freiraum geschaffen werden. Also dass man irgendwie mal kurz Luft hat sozusagen und zu sagen, oh, das sind jetzt Sachen, und das, diese Potenziale hätte man ja. Ne? Also jeder Lehrer bringt ja irgendwas mit, wo sozusagen sein Potenzial ist. Das heißt, der eine fotografiert super gut und kann die AG anbieten, aber ich glaube, das macht keiner für, also sozusagen noch on top zu dem, was sowieso schon da ist. Zusätzlich freiwillig. Das macht, glaube ich, dann auf Dauer einfach fertig. Also mal für ein Jahr Zähne zusammenbeißen, ja. Für 2 Jahre auch. Wenn man Sarah fragt, ist das auch 10 Jahre, aber das, also... Ja, aber halt auch, das, ja, hab halt auch ja die Nähe zum Arbeitsplatz. Ne? Ich fahre mit dem Auto 10 Minuten, da ist man halt auch nochmal geneigt zu sagen, ja, komm, dann machen wir nochmal eine zusätzliche Probe oder hey, ich bleib nochmal ein bisschen länger. Sophie, ich komm ein bisschen später. Aber am Ende bleibt dann was anderes auf der Strecke, ne? Und das darf man immer nicht vergessen. Und da finde ich nochmal ganz wichtig auch zu sagen, also ich habe das bei vielen Kolleginnen und Kollegen gesehen, die neu angefangen haben, also neu nach dem Referendariat dann angefangen haben, die gesagt haben, wenn ich Unterricht so machen will, wie ich ihn mir idealerweise vorstelle, kann ich gar keine volle Stelle antreten. Ne? Also ich muss reduzieren, um in der restlichen Zeit den Unterricht so vorbereiten zu können, dass er meinen Ansprüchen genügt und dass ich eben diesen Raum, diesen Lebensort für die Schülerinnen und Schüler auch schaffen kann. Und da muss ein großer Appell an die Politik gehen, dass es diese Freiräume braucht, die du benannt hast, Sophie, ne? Dass man mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten kann und Schule als gemeinsamen Ort gestalten kann, fächerübergreifend. Das gelingt nicht immer. Aber wenn es eben gar keine Möglichkeit dafür gibt, und sei es schon diese eine Stunde in der Woche, wo man sich mal zusammensetzt und gemeinsam etwas plant oder vorausschauend plant, um so eine Projekte gemeinsam zu gestalten, dann ist das echt schade. Wir haben ja, Helene, den Kultusminister Grant-Henrik Tonne von Niedersachsen eingeladen in den Podcast und er hat auch schon zugesagt. Dann wäre das ja schon mal gleich das Erste, was wir ihn fragen könnten. Brauchen wir nicht eigentlich für jede Lehrerin und jeden Lehrer, die sich quasi außerordentlich engagieren wollen über Arbeitsgemeinschaften oder andere Formate, mindestens so ein Kontingent von 5 Stunden pro Person, die dort vergeben werden können. Weil am Ende ist es ja oft so, wir haben das ja, wir alle 4 waren in der Schule oder kommen aus der Schule als Lehrerinnen und Lehrer. Und ich glaube, wir alle kennen das so den Klassiker, ne? Klassenlehrer oder Klassenlehrerinnen wären halt die, bei denen es funktioniert und die bei denen und die sich engagieren für ihre Kinder und für ihre Jugendlichen. Und die, die sich nicht engagieren, da sagt die Schulleitung, hey, dem gebe ich die Klassenlehreraufgabe lieber nicht. Da geht es dann nur drunter und drüber. Oder der oder diejenige kriegt halt eben keine AG zusätzlich aufgepumpt, weil das wird eh nicht funktionieren. Und es sind die engagierten Kolleginnen und Kollegen, die tollen Unterricht machen, die sich Zeit nehmen, die sich Gedanken machen, die also da schon mehr Zeit brauchen für den normalen Unterricht, um das vernünftig zu machen. Und das sind oftmals auch die, die dann noch die anderen Freiräume schaffen, wie die Theater-AG oder andere Formate. Und gerade für die bräuchte man eigentlich tatsächlich so Abminderungsstunden, nicht in Form von 1 oder 2, weil das macht am Ende gar nicht viel aus, sondern es müsste wirklich 5, 6, 7 geben. Interessanterweise sind die Stunden ja in den letzten Jahren bei Lehrerinnen und Lehrern kontinuierlich gestiegen. Wir waren ja mal 4 weiter unten. Und ich finde, Lehrermangel ist für mich immer auch gar kein Argument. Das ist ein politisches Verschulden, dass wir Lehrermangel haben, weil es gibt kaum einen Beruf, den man so gut planen kann wie Lehrer oder Lehrerin. Man weiß Jahre vorher, wie viele Kinder in die Schulen kommen. Und man weiß Jahre vorher, wie viele Kolleginnen und Kollegen in Pension gehen. Also es gibt kaum etwas in der freien Wirtschaft, was man so gut planen könnte wie das Personal an Schulen. Ja. Und deswegen ist das für mich keine Ausrede. Und ich bin mal gespannt, was der Herr Tonne dazu sagt, ob wir das hinkriegen. Ja. Das wird dann seine Ausweichfrage. So ist mir jetzt zu krass. Das kann sein. Wir haben jetzt schon knapp 1 Stunde und wir versuchen immer nicht viel länger als 1 Stunde zu sein. Zum Schluss würde ich noch gerne eine private Frage stellen wollen. Ihr habt es ja jetzt quasi in euren Antworten auch schon so ein bisschen verraten. Ihr seid also nicht nur 2 engagierte Lehrerinnen, sondern ihr seid auch verheiratet, ein Paar. Also so ein
so ein Lehrerinnen-Ehepaar. Wie ist denn das? Also wie kann ich mir das vorstellen? Meine Frau hat glücklicherweise nicht Lehramt studiert und weist mich dann oder hat mich, als ich in der Schule war, regelmäßig darauf hingewiesen, dass jetzt mal Schluss ist mit Schule, mit Unterricht, mit Schülerinnen und Schülern. Wie kriegt ihr das hin? Oder geht es bei euch immer nur um Schule? Willst du die unromantische Antwort geben und ich dann die romantische? Fangen wir der romantischen an. Ist das, also nee, also es ist natürlich ein Thema so, also man muss sich sozusagen nach der Schule, also dafür ist es manchmal, also rein rational finde ich es manchmal ganz gut, dass man sich sozusagen austauschen kann auf gleicher Ebene, weil ich glaube, jemand, der sozusagen, also das sagen ja auch immer ganz viele Kollegen, oh, der versteht das halt einfach nicht, also auch dieses Verständnis für, also das sage ich ja manchmal auch zu sagen, dann hör doch einfach auf, aber man selber weiß ja nicht, wie dumm dieser Ratschlag ist, so, weil natürlich macht man das nicht, weil da Schüler einen nächsten Tag angucken und für die will man irgendwie auch was Nettes haben, also hört man endlich nicht einfach auf. Ja, und gerade im Referendariat haben wir das auch gemerkt, ne? Da konnten wir einander ganz anders unterstützen und irgendwie helfen. Das hat bestimmt in anderen Partnerschaften auch so funktioniert. Aber wir hatten immer das Gefühl, ja, dass es halt nichts bringt, in dem Moment zu sagen, jetzt mach doch mal Schluss. Nee, wenn man das Bedürfnis hatte, bis morgens um 3 noch an der Stunde zu basteln, hab dann. Ich nicht. Also ich hatte. Ja, vom Examen. Dann war das, ja, musste ich aber auch. Genau, da hat man den anderen halt gelassen. So. Genau, aber das, also es ist natürlich, aber und das ist sozusagen eigentlich kein Dauerthema. Also wie gesagt, kurz nach der Schule mal kurz, um sich so ein bisschen Luft zu machen, ein bisschen Psychohygiene zu betreiben. So, aber dann ist das auch schon, also es auch, gibt auch noch viele andere Themen, die man sozusagen zum Glück noch hat. Ja. Also von daher ist das voll okay. Ich weiß nicht, wie Frido das finden wird, also das Kind. Ja. Der, also das sagen schon ganz viele. Oh Gott, 2 Lehrer, Mütter? Ja. Ja. Mal gucken, was da bei rauskommt. Ich glaube, die Tatsache, dass ihr beide Lehrerin seid, ist nicht das, was ihn am meisten prägen wird. Ich muss jetzt gerade schon wieder daran denken, weil alle unsere, auch wenn man euch nur hört, man kann ja unseren Podcast sehen und hören. Wenn man ihn sieht, weiß man sowieso, mit was für Frohnaturen wir es hier zu tun haben. Aber ich glaube, auch wenn man euch hört, und ich wäre so gerne dabei, Sophie, wenn du einen Pantomime-Workshop machst. Also du 10 Minuten lang nicht reden und nicht lachen, da wäre ich gerne mal live dabei. Es hat großen Spaß gemacht mit euch. Gleichfalls, danke euch. Ja. Ja, vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Ich, die wirklich gar nichts mit Theater zu tun hat, hat große Lust bekommen, da noch mehr drüber zu erfahren und auch tatsächlich zu schauen, wir sind ja in der Lehrerinnenbildung und auch zum Teil in der Lehrerinnenfortbildung tätig, ob das nicht vielmehr auch dort mit stattfinden müsste. Also schon, ihr hattet von dem Raum gesprochen, den man den SchülerInnen gibt, aber das sind zukünftige Lehrkräfte, die mit Schülerinnen und Schülern arbeiten sollen. Also vielleicht müsste das auch als, bei uns heißt das hier in Niedersachsen, Schlüsselkompetenzen dazugehören, dass man sagt, du musst einfach irgendwie so einen Theaterworkshop besucht haben, um diesen Raum für dich erfahrbar zu machen. Vielen Dank für deinen Bericht. Aber eigentlich ist das ja auch so, ne? Also eigentlich sind wir Lehrerinnen und Lehrer ja auch ein bisschen Schauspielerinnen und Schauspieler. Der Klassenraum ist ein bisschen auch eine Bühne. Und genau, Gott sei Dank sind Lehrerinnen und Lehrer ja unterschiedlich. Nicht alle müssen die Rampensau sein, aber irgendwie haben wir doch immer ein Publikum, mit dem wir arbeiten. So. Und deswegen eigentlich eine spannende Idee, Helene, dass wir das auch in der Lehrkräftebildung irgendwie mal Theaterpädagoginnen und Pädagogen vielleicht einladen oder so. Genau. Spannend, wieder ganz viel gelernt, viel mitgenommen. Wir haben, Helene und ich haben gelernt, wir müssen am Ende der Folge sagen, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann seid ihr schon super. Dann müsst ihr hier unten noch irgendwo auf Abonnieren klicken. Das kann man bei Spotify machen, bei YouTube, überall. Dann verpasst ihr auch die neuesten Folgen nicht. Genau. Genau. Und dann verabschieden wir uns und freuen uns auf die nächste Folge. Vielen, vielen lieben Dank, Sarah und Sophie, dass ihr bei uns wart. Danke. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.